Hi Leute und wie immer herzlich willkommen oder auch willkommen zurück hier bei Natürlich Leben zu einem neuen Video. Ich war die Tage im Umsonstladen und ich dachte mir, wie cool wäre es eigentlich, wenn wir mal so ein Haul machen und ich euch zeige, was ich bekommen habe und wir vielleicht mal analysieren, ob das Ganze denn wirklich so umsonst war oder vielleicht doch einfach nur kostenlos. Also, ich will euch gar nicht lange warten lassen, los geht's. Kurz mal zur Erklärung vorweg für einige, die das nicht wissen. Also ein Umsonstladen ist so eine Art soziale Einrichtung, wo man Sachen hinbringen und spenden kann oder eben auch Sachen mitnehmen kann. Das Ganze kostet nichts und wer was hinbringt, muss auch nichts mitnehmen und wer was mitnimmt, muss auch andersrum nichts hinbringen. Also alles ganz freiwillig und das ist einfach eine super coole Sache, weil dadurch eben Sachen im Umlauf bleiben. Und ihr wisst, ich liebe das, wenn wir uns einfach austauschen, denn es gibt so viele Güter, die schon verteilt sind. Wenn wir einfach alle tauschen würden, dann würden wir wahrscheinlich durchs ganze Leben kommen. Es ist so, so krass. Und deswegen finde ich super, wenn man einfach tauscht, weitergibt, verkauft, verschenkt und so weiter. Also, wenn ihr so eine Möglichkeiten habt, nutzt die auf jeden Fall. Es gibt Umsonstläden, es gibt Bücher und Kleiderschränke, es gibt irgendwelche Tauschmärkte und es gibt natürlich die typischen Handelsplattformen, sowas wie Vinted Kleinanzeigen und so, wo man auch tauschen kann. Also nutzt diese Möglichkeiten und schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal benutzt habt. Also wart ihr vielleicht schon mal in einem Umsonstladen oder habt ihr schon mal irgendwo was hingebracht zum Spenden, zum Verschenken oder auch zu verkaufen? Würde mich voll interessieren, schreibt das mal in die Kommentare. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den Sachen, die ich mitgenommen habe. Ich bin zum ersten Mal im Umsonstladen gewesen, zumindest in dem, weil der einfach immer zu hatte. Der hat so ganz komische Öffnungszeiten und irgendwie hat das nie so gepasst. Ich wollte ein paar Mal was hinbringen und dann war immer zu und das war so doof. Und jetzt dachte ich mir, ey komm, jetzt guckst du mal genau nach den Öffnungszeiten und dann bin ich halt gezielt hin. Und das Ding ist, der macht leider bald zu und deswegen war nicht mehr so viel Auswahl. Aber ich habe ein paar Sachen gefunden und die zeige ich euch jetzt. Also Nummer 1 oder Nummer 1 und 2 sind diese Schälchen hier. Das sind so eine ganz kleinen süßen Schalen. Also ich halte mal meine Hand dagegen, damit ihr seht, wie groß die ist. Also wirklich nicht super riesig. Und die haben mich quasi gefunden, denn ich mache in letzter Zeit öfter mal Sushi und ich nehme dafür immer Gläser, aber ich dachte mir, Mensch, du musst dir mal so kleine Schälchen besorgen. Eins für Wasser und eins für die Sojasauce. Also Wasser, damit man die Sushi-Rolle zukleben kann und die Sojasauce dann zum Reindippen. Und dachte mir, guck mal, wenn du im Umsonstladen bist, ob du sowas findest. Und die stand einfach direkt am Eingang. Ich bin reingekommen und da war so ein Tisch mit so Kleinigkeiten und da haben die mich direkt angelacht und ich dachte so, wow, wie cool und mitgenommen. Mega cool. Die sind in einem super Zustand, also ich habe überhaupt gar keine Mängel gesehen, da ist nichts abgeplatzt und gar nichts, also einwandfrei. Liebe ich, habe ich auch schon jetzt mehrfach benutzt und dabei habe ich die erst seit einer Woche oder so. Also ja, hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, das war nicht umsonst. Dann habe ich eine Hose mitgenommen. Das ist ein bisschen kritisch, weil man hätte die anprobieren können, aber das war mir da irgendwie nichts. Und deswegen habe ich die einfach mitgenommen. Und da steht keine Größe drin. Also die Größe ist 18. I don't know. Macht was damit. Es sieht aber relativ groß aus. Also ich tippe mal auf eine XL oder so. I don't know. Und dachte mir dann, ey komm, ich nehme die mit, weil ich ja in letzter Zeit doch eher so ein bisschen Baggy-Style trage, ein bisschen lockerer trage und das oft ganz cool finde. Und ich dachte mir, entweder passt sie mir und gefällt mir oder ich gebe sie vielleicht meiner Mama, weil Khaki ist eigentlich nicht so meine Farbe und ihre schon. Aber ich finde die Hose halt mega cool. Also das ist so eine ganz leichte Dreiviertel-Sommerhose. Ich hatte davon schon mal welche, 2 Stück. Und die habe ich rauf und runter getragen und die sind mir dann kaputt gegangen. Und das Ding ist, ich habe einfach überhaupt keine kurzen Hosen. Also ich habe ganz kurze, die kennt ihr, meine schwarzen Leinenhosen. Also schwarz und braun habe ich die. Aber die gehen auch langsam kaputt leider. Und ich brauche ein bisschen Ersatz. Und übers Knie habe ich überhaupt nichts. Also ich habe 2 Jeans. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon ausgemistet habe, weil eigentlich sind mir die eigentlich zu eng. Ich weiß gar nicht genau, ob die noch da sind. Jetzt kommt ja erst der Sommer, muss ich das mal gucken. Also theoretisch könnte man die vielleicht auch ausmisten, weil eigentlich sind die, ja, wahrscheinlich, ich habe jetzt auch ein kleines bisschen zugenommen, wahrscheinlich sind die jetzt erst recht zu eng. Und deswegen wollte ich eigentlich gerne wieder eine kurze Hose haben und das kam quasi wie gerufen, habe ich mitgenommen. Die passt fast. Also die könnte eine Nummer kleiner sein. Ja, ich würde sie mir ein bisschen enger vorstellen.
Aber ich probiere mal, ob das für mich passt. Und wenn ich die so trage, dann muss ich die auf jeden Fall kürzer machen, weil die hat jetzt, dadurch, dass ich die relativ weit unten trage, so eine 7/8 Länge. Und das kann ich gar nicht ab. Also das sieht dann immer so aus wie Hochwasser. Das kann ich nicht ertragen. Deswegen, wenn, dann kürze ich sie mir. Aber theoretisch passt das wahrscheinlich. Die hat einen kleinen Mangel. Und zwar, habe ich auch im Laden schon gesehen, aber war mir eigentlich egal, hat die so auf der Kniehöhe, bisschen unterm Knie, also fast am Ende, hat die so einen Faden rausstehen. Dort. Ne? Also da hat sich so ein Faden, so eine Naht gelöst von diesen Ziernähten. Aber es ist ja halt auch, wie gesagt, nur eine Ziernaht. Ne? Also ist eigentlich nicht so wichtig. Und ich finde, für den Sommer, so für draußen im Alltag, zum Rumpaldovern, sagt meine Mutter immer, dafür ist die doch super. Und umsonst. So. Das war Teil Nummer 3. Und dann habe ich nochmal selbst los. Also die Hose kriegt ja im Notfall schon meine Mama. Aber ich will die erstmal selber versuchen. Und ich glaube, die ist ihr auch zu groß. Und dann habe ich noch was anderes mitgenommen. Und das nun wirklich nicht für mich. Und zwar solche Silikonspachtel hier. Eigentlich, ursprünglich, habe ich nur die beiden hier für mich mitgenommen und den hier für meine Freundin Lisa. Aber ich bin halt sozial. Sie kriegt alle drei, weil ich weiß, sie mag das, sie braucht sowas und sie wird sich darüber super freuen. Und deswegen bekommt sie alle drei von mir. Ich habe ja auch eigentlich welche. Also ja, die sind auch in einem Top-Zustand. Also es ist einmal so ein großer Silikonspachtel, den kann man auch von dem Stiel trennen zum Saubermachen. Ist jetzt ein bisschen nass, weil ich habe das gerade nochmal abgewaschen. Dann ist hier so ein großer Kratzer drin, so wenn man mal so eine Schüssel auskratzen muss und so ein kleiner, ja, Spachtellöffel, wie auch immer. Und alle drei aus Silikon. Finde ich super cool, wenn man damit immer alles so richtig schön überall rauskriegt und keine Reste lässt. Deswegen habe ich das selbst auch immer gerne. Aber mein großes Herz steht mir mal wieder im Weg. Genau. Aber in dem Fall, ja, mein Gott, ne? Sie wird sich freuen, ich freue mich dann und dann freuen sich alle und so ist es halt. Das sind die Sachen, die ich jetzt bekommen habe. Mehr gab es halt leider nicht, also es gab schon einiges. Es gab zum Beispiel noch einen richtig coolen Body, den hätte ich so gerne gehabt, Leute. Das war eigentlich mein Traumteil. Ich träume schon immer von so einem Onesie, wisst ihr, also so ein Overall-Ding, also Einteiler. Und da gab es so ein kurzes Höschen, oben top und in der Mitte so ein Bund dazwischen in schwarz, hätte mir auch gut gefallen. Und das wäre das perfekte Sommerteil gewesen, hätte ich richtig gerne gehabt, aber es war eine 38 und die passt mir leider nicht. Da war ich ein bisschen traurig, muss ich ehrlich sagen. Ja, das hätte ich gerne mitgenommen. Also sowas und eine Latzhose, das sind noch so zwei Sachen, die hätte ich super gerne, aber leider kein Glück gehabt. Nicht diesmal, aber vielleicht beim nächsten Mal. Es gibt ja auch noch mehr Umsonstläden. Es gibt auch noch ganz viele Secondhand-Läden und es gibt Tauschmärkte. Und irgendwo wird mich meine Latzhose finden. Davon bin ich überzeugt. Aber jetzt sind es erstmal die Sachen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet und ob ihr das mitgenommen hättet oder ob das eher sowas ist, wo ihr denkt, oh mein Gott, was will sie damit? Interessiert mich mega. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ihr auch schon mal in einem Umsonstladen oder sowas wart. Entweder um was mitzunehmen oder um was abzugeben. Bücherschränke zählen natürlich auch. Da habe ich auch schon richtig oft was hingebracht. Und ich gehe dann auch immer gucken, ob das weg ist und es geht immer weg. Also das ist dann immer ganz cool, wenn man weiß, auch cool, es hat jemand anderes mitgenommen und freut sich jetzt darüber, statt dass es bei mir einfach rumliegt. Also mega schön. Also ich finde, das ist so ein Geben und Nehmen und ich freue mich jetzt über die Sachen und jemand anders hat sich dafür über meine Sachen gefreut. Und wenn man sowas mitnimmt, dann finde ich, fällt es im Umkehrschluss auch ein bisschen leichter, Sachen zu verschenken oder günstig abzugeben, weil sich das dann nicht mehr wie so ein Verlust anfühlt, sondern einfach nur wie, hey, du bekommst jetzt das und dafür findet mich wieder was anderes. So, das finde ich eigentlich ganz nice. Aber schreibt gerne mal, wie ihr darüber denkt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.